Yo Leute, was geht? Im heutigen Video möchte ich euch mal einige Möglichkeiten vorstellen, wie ihr möglichst schnell an möglichst viel Geld in Red Dead Redemption 2 rankommt. Darunter ist auch eine Möglichkeit, wie ihr 1500 Dollar in weniger als 2 Minuten bekommen könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil 1500 Dollar in weniger als 2 Minuten, das ist einfach nur übertrieben viel. Das ist fast so, wie wenn ihr in der Story in GTA ohne Mods, ohne irgendwas, ganz legal am Spielprinzip, innerhalb von einer Minute 10 Millionen GTA-Dollar bekommt. Das ist einfach nur krank. Also bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende dran und gönnt euch diese Möglichkeit, weil ich glaube, es gibt noch keinen anderen YouTuber, der das hochgeladen hat. Aber labern wir jetzt gar nicht ewig herum, lasst doch schnell ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Los geht's! Die erste Möglichkeit, relativ viel Geld in Red Dead Redemption 2 zu verdienen, besteht darin, Läden auszurauben. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese Möglichkeit schon. Ihr bekommt dort bei einem Überfall zwischen 20 und 50 Dollar innerhalb von vielleicht 3 bis 4, vielleicht 5 Minuten. Diese Möglichkeit ist schon mal sehr, sehr gut, um an viel Geld ranzukommen. Aber wie macht man das denn jetzt richtig? Man geht einfach in den Laden rein, bedroht den Kassierer, der öffnet für euch die Kasse und ihr könnt das Geld rausnehmen. Ihr solltet nur darauf achten, dass euch kein Sheriff sieht oder kein Zeuge, denn dann kann es mal wieder zu einer großen Verfolgungsjagd kommen. Als kleiner Tipp, bei der Apotheker in Valentine könnt ihr in den Hinterraum gehen. Dort findet ihr dann eine geheime Kammer und wenn ihr dann den Apotheker mit dieser Information konfrontiert, dann kriegt ihr richtig Kohle. Also ich würde sagen, es wird Zeit dazu, mal den Apotheker zu besuchen. Der Vorteil vom Läden ausrauben ist einfach, dass ihr ziemlich schnell reingeht, ziemlich schnell raus seid und eine Menge Geld habt. Dann macht ihr noch eine kurze Verfolgungsjagd und gut ist. Euer Kopfgeld bleibt in der Regel auch noch relativ entspannt. Eine andere Möglichkeit mit ein bisschen mehr Action besteht darin, einen Zug zu überfallen. Das Ganze ist aber deutlich schwieriger, denn es gibt bewaffnete Wachen an dem Zug, es kommen ziemlich schnell ziemlich viele Sheriffs und euer Verdienst ist jetzt auch nicht überragend, aber ganz okay. Ihr verdient hier an jeder Person, die ihr ausraubt, ungefähr 5 bis 10 Dollar. Das ist zwar deutlich mehr als bei Personen, die ihr so einfach auf der Straße ausraubt, die haben meistens nur so 20, 30 Cent dabei. Je nach Zug gibt es dann auch noch Güter in den Güterwaggons, die ziemlich was wert sind, aber im Großen und Ganzen geht ihr damit keinem Gewinn über 50 Dollar raus. Und wenn ihr das jetzt mal in die Relation setzt, dass ihr auf dem Weg wahrscheinlich ein paar Sheriffs abknallen müsst und auch generell dann ein bisschen rumschießen müsst, bekommt ihr ein Kopfgeld von 50 bis 500 Dollar. Und das steht einfach in keinem Verhältnis. Aber ein Zug zu überfallen macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, eine Menge Laune und da ist das Geld eigentlich auch relativ zweitrangig. Ich kann euch auf jeden Fall nur mal empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Und jetzt kommen wir zu der Variante, die ich am Anfang schon angeteasert habe. Eine Möglichkeit, wie ihr in 1 bis 2 Minuten, eher sogar weniger, ein paar Sekunden, 1500 Dollar bekommen könnt. Ich will meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, ich bin einer der Ersten, der das Ganze entdeckt hat. Denn es ist ziemlich versteckt, es ist schwer zu finden. Ich habe es auch vorhin nur mit Zufall gefunden, als ich mit einem Pferd eine Klippe runtergeflogen bin und auf einmal lag ich davor. Also lasst auf jeden Fall dafür schon mal einen Daumen nach oben da. Wie auch immer, was müsst ihr denn jetzt machen? Begebt euch zunächst erstmal an den Ort, den ich euch gerade zeige, in der Nähe von den Donner Falls, in der Nähe von der Bacchus Station. Seid ihr jetzt dort angekommen, dann müsst ihr hinter so einem Baum mal vorlunzen und dort findet ihr dann einen Höhleneingang. Und da müsst ihr jetzt erstmal reingehen. Versucht das Ganze tagsüber zu machen, dann seht ihr mehr. Ansonsten müsst ihr eben die Laterne in die Hand nehmen, dann wird das alles ein bisschen schwieriger. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Seid jetzt in der Höhle drin, müsst ihr so einen kleinen Gang entlang laufen. Dann werdet ihr auch bald einen Kreis sehen aus Statuen mit einer Statue in der Mitte. Außerdem werdet ihr bemerken, dass jede Statue an den Seiten einen Knopf hat, den ihr drücken könnt. Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich denn aus diesem ganzen Plunder jetzt hier Geld machen? Ganz einfach, Leute. Diese ganzen Knöpfe, die da sind, müsst ihr in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, könnt ihr ja mal selber ausprobieren. Nein, Spaß. Natürlich sage ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr nämlich die richtigen Knöpfe gedrückt habt, dann öffnet sich ein Schacht in der Skulptur in der Mitte und dort liegen dann Goldbarren drin, die jeweils 500 Dollar wert sind. Also wirklich extrem viel Kohle. Aber wie öffnet ihr das Ganze denn jetzt? Geht als erstes zu der Statue, die am nächsten am Ausgang ist, so ein bisschen links vom Ausgang, so wie im Gameplay. Und dort drückt ihr jetzt den Knopf. Anschließend überspringt ihr die nächste Statue und drückt dann wieder die nächste. Also ihr drückt sozusagen die erste direkt am Eingang, dann überspringt ihr die zweite, die dritte drückt ihr wieder, dann überspringt ihr die vierte und dann müsst ihr Statue 5 und 6 drücken. Also wir gehen sozusagen mit dem Uhrzeigersinn am Eingang startend rum und ihr drückt eben die erste Statue, die dritte, die fünfte und die sechste. Solltet ihr jetzt nicht mitgekommen sein und es nicht verstanden haben, dann schaut euch einfach das Gameplay nochmal an. Dort seht ihr ja, wie das Ganze funktioniert. Habt ihr jetzt Statue 1, 3, 5 und 6 gedrückt, werdet ihr auch ein Geräusch bemerken.
Und in der Mitte, bei dieser Mini-Statue sozusagen, hat sich jetzt ein Schacht geöffnet. In diesem Schacht liegen jetzt 3 Goldbarren drin, die wie gesagt jeweils 500 Dollar wert sind. Diese könnt ihr jetzt mitnehmen und bei einem Hehler verkaufen. Pro Goldbarren bekommt ihr wie gesagt 500 Dollar, das entspricht 1500 Dollar für alle 3. 1500 Dollar, ich weiß gar nicht, was ich damit alles kaufen soll in Red Dead. Das teuerste, was ich bisher gesehen habe, war eigentlich immer das Kopfgeld. Alle anderen Gegenstände und so weiter halten sich eigentlich alle immer ziemlich in Grenzen. Solltet ihr jetzt noch von irgendwelchen Missionen, Uhren, Schmuck und so weiter und so fort erbeutet haben und dabei haben, könnt ihr die übrigens auch direkt beim Hehler mitverkaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ stolz auf mich, da ich dieses Event, sage ich mal, gefunden habe und vor allem verstanden habe, beziehungsweise es gelöst habe. Denn ich glaube, an diesem Rätsel kann man relativ verzweifeln. Neben diesen 3 Möglichkeiten gibt es natürlich noch viele andere Varianten, Geld zu verdienen in Red Dead Redemption 2. Zum Beispiel könnt ihr auch viel Geld machen, wenn ihr einfach ganz normal die Story durchspielt. Da bekommt ihr in den ganzen Missionen auch immer mal wieder ein bisschen Geld. Zum Beispiel in der Endmission von dem Kapitel 2 bekommt ihr einen kleinen Goldbarren geschenkt, der ist auch schon ein bisschen was wert. Seid ihr jetzt aber nicht so der Typ, der hier viel rumschießen will, viel entdecken will und so weiter und so fort, dann geht doch einfach mal auf die Jagd. Und ich meine jetzt nicht so die Karnickeljagd da auf dem Acker, wo ihr dann pro Viech so einen Dollar kriegt oder so, das lohnt sich nicht. Geht doch mal auf die Jagd nach den legendären Tieren. Diese sind mit einer Krone auf der Map gekennzeichnet, also da gibt es zum Beispiel dann so einen Kopf von einem Bär und da ist eine Krone drauf, dann wisst ihr, dort irgendwo ist der legendäre Bär. Und wenn ihr den eben jagt und dann möglichst mit Pfeilen umbringt und nicht mit Schusswaffen, damit verletzt ihr nämlich das Fell nur, kriegt ihr für diesen auch richtig viel Geld. Okay, richtig viel ist jetzt übertrieben, aber ihr bekommt immerhin für den legendären Bär, ich glaube, 50 Dollar, was schon nicht wenig ist in Red Dead Redemption 2. Ich meine, ein Ring kostet zum Beispiel, ein Goldring, um die 2-3 Dollar. Also 50 Dollar ist für einen legalen Job schon relativ gut. Viele Spieler finden, dass das Jagen immer langweilig ist, aber besonders in der Landschaft und mit der Grafik von Red Dead Redemption 2 macht es erstens Spaß und zweitens habt ihr jetzt eine super Möglichkeit, einiges an Geld zu verdienen, ohne dafür Kopfgeld zu bekommen, wie wenn ihr jetzt einen Laden oder einen Zug überfallt. Und weil es öfters mal gefragt wurde, diese ganzen Felle und die toten Tiere und so weiter könnt ihr bei einem Trapper verkaufen. Diese sind überwiegend im Osten der Map angesiedelt. Die nächste Geldmachmöglichkeit besteht jetzt nicht darin, dass ihr auf einen Schlag Millionär werdet, aber es ist ein, ja, Prozess, den man so nebenbei verfolgen kann, der ihm dann immer noch ein ganz nettes Taschengeld einbringt, und zwar das Looten. Ihr habt zum Beispiel einen Kampf in einer Story-Mission gemacht. Da liegen jetzt richtig viele Leute am Boden rum und, ja, was macht man jetzt damit? Ihr könntet die einfach liegen lassen, ihr könnt die durch die Gegend tragen, woanders hinwerfen oder ihr könnt sie einfach plündern. Und die Leute haben zwar nicht immer viel Geld dabei, aber oft irgendwelche Wertgegenstände, die ihr dann wieder beim Hehler verkaufen könnt, wie Ringe, Uhren, so Zeug. Das bringt jedes Mal jetzt nicht eine Million ein, aber es summiert sich doch extrem und habt ihr jetzt zum Beispiel schon 5 Golduhren, was relativ schnell zu sammeln geht, habt ihr da jetzt schon um die 50 Dollar. Und jetzt hier ist einfach die Frage, haben oder nicht haben. Ich meine, mit sau wenig Arbeit nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen, ja, wieso denn auch nicht? Eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, sind natürlich die Kopfgeldmissionen. Geht einfach in den Laden eines örtlichen Sheriffs rein, guckt mal, was der so aushängen hat und schaut, ob es nicht dort vielleicht einen Steckbrief oder einen Fahndungsbrief oder sowas gibt. Diese Missionen sind meistens relativ einfach, zum Beispiel in der Hauptstory muss man ja auch eine davon absolvieren und dafür bekommt ihr dann immer so zwischen 50 und 75 Dollar, sowas in der Richtung. Und die letzte Möglichkeit, an relativ viel Geld ranzukommen, besteht darin, dass man eine Schatzsuche macht. Aber was braucht man für eine Schatzsuche? Richtig, man braucht erstmal eine Schatzkarte. Und diese zu finden ist gar nicht so einfach, beziehungsweise geht nicht so schnell. Achtet einfach beim Looten etwas darauf, ob ihr eine Schatzkarte mitgenommen habt, ob ihr vielleicht einen Teil einer Schatzkarte nur aufgesammelt habt und so weiter und so fort. Ein kleiner Anfangstipp sozusagen, damit ihr so richtig in das Schatzsuchen reinkommt. In der Nähe von Valentine gibt es eine Eisenbahnbrücke. Und an dieser Eisenbahnbrücke liegt eine Leiche. Wenn ihr diese Leiche durchsucht, findet ihr schon ganze 3 Teile einer Schatzkarte. Damit könnt ihr noch keinen Schatz suchen. Aber sucht einfach mal an anderen Eisenbahnbrücken nach weiteren Teilen und irgendwann werdet ihr fündig. Ich kann euch aber nur empfehlen, das Ganze nicht auf einen Schlag zu probieren, dann werdet ihr wahnsinnig, wenn ihr ganz viele kleine Stücke sucht. Aber man sollte immer mal wieder so einen Blick darauf haben. Das waren jetzt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, wie ihr an Geld in Red Dead Redemption 2 rankommt. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit all euren Freunden, damit auch diese wissen, wie man an ordentlich Geld rankommt. Besonders die Sache in der Höhle, dieser kleine Trick, wo man 1500 Dollar bekommen kann, ist, glaube ich, sehr sehenswert. Sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Jetzt bin ich raus, wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr beim Livestream. Jetzt bin ich raus, haut rein, bis bald und Peace.